Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Mokonfetti. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin und in diesem Video werden wir wieder ein bisschen mit Acryl malen und zwar werden wir dieses Bild hier malen. Ich habe einfach nur so ein bisschen Lust gehabt, ein Muster zu malen, ein paar Blumen zu malen und so weiter und genau das werden wir in diesem Video gemeinsam machen. Ich werde euch in diesem Video ein paar Informationen dazu erstellen, wie ich das Bild erstellt habe, wie das alles aufgebaut ist, wie ich die Illustrationen auf die Leinwand bekommen habe und meine Gedanken dazu, was ich mir alles so dabei gedacht habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Hallo ihr Lieben, wir malen wieder mit Acryl und ich probiere da gerade im Moment sehr, sehr viel aus. Wie ihr seht, habe ich schon mal angefangen. Ich habe das Bild mit Gesso und Acryl grundiert. Dann habe ich die Skizze mit Bleistift drauf gemalt und zwar habe ich da einfach mir irgendwas ausgedacht. Ich habe da keine Vorskizze oder irgendwie sowas gemacht, aber da rede ich auch noch später drüber. Irgendwie fehlte mir allerdings etwas. Ich fand es irgendwie ein bisschen langweilig, einfach nur diesen einfarbigen Hintergrund und dann die Skizze. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich dann einfach ein paar riesige Blätter darüber male, weil in der Illustration, die ich darauf male, sind auch solche Blätter enthalten. Und dann habe ich gedacht, ja, um den Hintergrund ein bisschen interessanter zu machen, warum nicht? Ich habe einfach irgendwas ausprobiert. Ich habe mit einem Rosaton über den Hintergrund gemalt, weil der hatte ja sowieso schon so ein bisschen so einen Rosaton. Anschließend habe ich mir gedacht, ein Kontrast wäre gut. Und dann habe ich mit dem Gelb nochmal über die rosa Blätter gemalt, damit die Farbe ein bisschen gedeckter ist. Das war mir anfangs ein bisschen zu krass und die ist zu viel hervorgestochen. Es soll sich ja immer noch um einen Hintergrund handeln. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich die Skizze nicht mehr sehen kann. Da ich mir das aber vorher schon gedacht habe, ich bin ja schlau, habe ich mir einfach eine Klarsichthülle geschnappt, diese aufgeschnitten, damit sie so groß ist wie die Leinwand. Die Leinwand ist 30x40 und ich habe das Design mit einem Folienstift abgepaust. Wie gesagt, das Muster war einfach so frei aus dem Kopf und ich hatte da keine Skizze für. Ich habe mir dann überlegt, dass ich dann einfach später das Design mit Kohlepapier wieder auf die Leinwand übertragen kann. Wie gut das funktioniert, sehen wir dann später noch. Damit ich nicht vergesse, euch mitzunehmen, ich habe hier schon alles heller gemacht. Und dann habe ich versucht, mit Hilfe der Transferfolie und dieser Folie alles auf die Leinwand zu bringen. Die Folie ist leider auch schon voll mit Acrylfarbe. Und leider hier auch, weil ich schon dreimal versucht habe, dieses Video aufzunehmen. Genau, das hat nicht so gut funktioniert mit der Transferfolie. Das hat an einigen Stellen gut funktioniert und an den Stellen, wo das Acryl noch nass ist, gar nicht. Deswegen habe ich, und auch weil hier ich die Linie jetzt doppelt drauf habe, das hatte ich nicht bedacht, habe ich das dann einfach mit Bleistift nachgemalt und male jetzt einfach so on the going, wie ich mir das gerade so vorstelle, die Blumen rot aus. Das nächste Problem war dann, dass ich in meinem Kopf schon eine klare Vorstellung davon hatte, wie dieses Blumenbild aussehen soll, also wie die Blumen, die ich da oben drauf malen möchte, aussehen sollen. Und ich habe auch mir die Farben schon überlegt und ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob die Farben auch wirklich zu dem Hintergrund passen. Vor allen Dingen, weil der Hintergrund auch viel zu dunkel ist. Ja, ich drehe mich irgendwie mit meinen Gedanken ein bisschen im Kreis. Hier seht ihr ja jetzt ein bisschen, wie ich male. Ich habe ja, wie gesagt, nichts vorbereitet oder so, keine Vorskizzen gemacht. Auch die Farben sind einfach so, wie sie in meinem Kopf aussehen sollen. Meistens wird es nicht so, wie es in meinem Kopf ist, aber ich versuche es. Ich überlege im Malprozess dann eigentlich, was gut zueinander passen könnte und probiere mich da einfach aus. Natürlich dauert der Malprozess dadurch viel, viel länger, weil ich wirklich viel darüber nachdenke und eigentlich auch richtig viel Angst habe, das Bild zu ruinieren, weil ich einen falschen Farbton ausgewählt habe. Ich sollte wirklich mehr Vorskizzen machen und auch mit mehr Farbe vorskizzieren, bevor ich dann wirklich mit Acryl auf Leinwand male. Aber ich bin immer so ungeduldig und habe irgendwie keine Lust, das Bild zweimal zu malen. Das ist irgendwie voll das große Problem. Kennt ihr das oder bin nur ich so? Es erinnert mich irgendwie ans Schreiben.
da gibt es ja auch Leute, die alles vorplanen und dann erst den richtigen Text schreiben. Und die Leute, wie zum Beispiel auch Stephen King, die einfach drauf losschreiben, weil wenn man zu viel vorplant, dann kennt man die Geschichte ja schon. Dann braucht man sie ja nicht nochmal aufzuschreiben. Natürlich ist mir klar, dass es einfacher und auch spannender ist, wenn man Anfang, Mitte und Ende vorgeplant hat und sich nicht so extrem verliert, um am Ende festzustellen, dass das Ende nicht so gut funktioniert. Aber an dem Punkt bin ich irgendwie noch nicht. Ich will einfach nur malen. Ich hoffe, ich kann meine Arbeitsweise allerdings ein bisschen ändern in den nächsten Videos. Ich möchte nämlich mehr Struktur und mehr Planung in den Prozess bringen, damit die Bilder an sich nicht so lange dauern. Ich meine, mit Aquarell funktioniert das eigentlich auch richtig, richtig gut, weil Aquarell kann man ja immer wieder reaktivieren und so weiter. Aber Acryl trocknet sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit nur darüber nachdenke, was ich malen könnte und in dem Moment aber nichts male, dann ist die Farbe einfach schon getrocknet. Ja, ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass Acryl mich da so ein bisschen zwingt, meinen Prozess zu ändern. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass ich das dann in den nächsten Videos ein bisschen mit euch zusammen lernen kann. Es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran, das mit mir zusammen zu machen. Und das sind so ein bisschen die Gedanken, die ich halt habe und auch während des Malens hatte. Ja. Ihr seht ja jetzt, was ich alles so gemalt habe und irgendwann kam ich einfach nicht mehr weiter. Ich hatte zwar irgendwie eine Vorstellung in meinem Kopf, wie das Bild aussehen soll, aber irgendwie wusste ich nicht, wie ich es machen soll. Also ich wollte auf jeden Fall mega viel so Deko, Punkte, Streifen, irgendwie alles Mögliche da reinbauen, hatte aber Angst, dann das komplette Bild zu ruinieren. Und ja, da gibt es eine ganz einfache Lösung. Ich habe mir einfach mein iPad geschnappt und habe ein Foto gemacht, habe das Bild in die App Procreate importiert und habe angefangen, über dem Bild ein paar Sachen auszuprobieren. Ich habe Punkte gemalt, ich habe Striche gemalt, genau das, was ich machen wollte. Ich wollte einfach wissen, wie es aussieht, bevor ich es mit Acryl auf das Bild bringe. Und ja, ihr seht ja, wie ich das gemacht habe. Ich habe angefangen, ein paar Flächen und sowas zu dekorieren und alles, was mir so eingefallen ist, habe ich da reingebaut und alles, was ich auch irgendwie schön finde. Ja, ich habe es nicht komplett voll gemalt, sondern einfach nur so hier und da ein paar Details gemacht, so wie ich es gerne hätte. Die eine Blume hat diese Details, die Einblätter, da kommen diese Details. Und erst als ich damit zufrieden war, habe ich mir dann mein Acrylbild geschnappt und habe das dann ausprobiert und das genauso umgesetzt, wie ich es auf meinem iPad vorher gemalt habe. Und ja, diese Dateien seht ihr leider nicht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich damit gemacht habe. Entweder die Kamera hat mich aufgenommen, weil ich keinen Speicherplatz mehr hatte, oder ich habe es gelöscht und dachte, ich hätte es eigentlich schon runtergeladen. Oder ich habe gar nicht aufgenommen, weil ich wieder abends gemalt habe oder irgendwie sowas. Ich finde die Dateien jedenfalls nicht. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Ihr seht ja aber, was ich gemacht habe, was ich auf dem iPad gemacht habe und wie ich die Illustration dann umgesetzt habe. Ich habe dann einfach genau das, was ich vorher am iPad gemalt habe, auf meinem Acrylbild gemalt. Das war es eigentlich. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen.
So ihr Lieben, wir sind fertig mit dem Malen. Wir haben gemeinsam dieses Bild hier erstellt und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, schreibt mir etwas in die Kommentare, ob ihr das Bild nachmalt, ob ihr Spaß beim Zuschauen hattet. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche, ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, einen schönen Tag. Und ja, bis dann, bis zum nächsten Video. Tschüssi!